Ja, Lieben, angesichts dessen, was hier so draußen tobt und los ist, möchte ich ein Video machen zum Thema Krieg gegen Gott oder Krieg gegen das Leben selbst oder Krieg gegen das Lebendige. Das, was eigentlich schon Tausende von Jahren so läuft. Das sind diese lebensverneinenden Muster. Das ist gegen das Leben selbst. Das ist gegen das, was wir wirklich sind. All das, es ist das, was uns krank macht. Und ich sehe, dass das im Moment in ganz, ganz großem Stil auf größeren Systemen übertragbar ist, was im Moment läuft. Ja, wie soll ich anfangen? Ich sehe immer wieder auch, dass die Frauen Angst haben, dass die Frauen Angst haben, sich zu zeigen und sich auch mit dieser Kraft zu zeigen. Und wenn ich spreche über den Kampf oder den Krieg gegen das Lebendige oder gegen das Leben selbst, dann geht es letztendlich um die Bekämpfung oder den Widerstand gegen unsere Lebenskraft, unsere Lebensenergie, unsere sexuelle Kraft, unsere Schöpferkraft, unsere Liebe. Weil diese Energie ist das Lebendige pur, es ist das Leben selbst. Und seit Tausenden von Jahren wird das bekämpft in unterschiedlichster Form. Und man versucht, das zu kontrollieren. Und Kontrolle ist nichts anderes als der Versuch, Macht auszuüben. Das ist eigentlich das größte Trauma. Ich möchte jetzt noch mal ganz deutlich heute sagen, weil ich das immer wieder erlebe, dass die Frauen Angst haben, dass die Frauen Angst haben, sich zu zeigen, Angst haben vor dieser Kraft, die in ihnen wohnt. Das zeigt sich manchmal auch darin, dass sich Frauen anmelden zu meinen Webinaren, kostenfreien, manchmal sind es auch tatsächliche Präsenzveranstaltungen und dann kommen sie nicht. Und da gibt es irgendwelche Gründe, warum es gerade nicht geht. Oder wenn die Frauen dann erfahren, dass ich nur mit Kamera arbeite, also mit Sichtbarkeit, eben nicht anonym, dann sind sie oft auch weg. Oder manchmal passiert es, dass in den Webinaren die Kamera gar nicht angemacht wird, angeschaltet wird oder man klickt sich weg. Das, was im Moment hier außen geschieht, und es wird immer massiver, ist Krieg gegen das Leben, ist Krieg gegen alles Lebendige. Das ist der Versuch, eigentlich Gott zu spielen. Alles unter Kontrolle zu haben, stärker zu sein als die Natur, stärker zu sein als Gott. Und dazu muss ich sagen, dass ich Gott als etwas, als eine Energie verstehe, die ich nenne es nicht so gern Gott, sondern eher göttlich. Bewegt mich auch sehr, weil jetzt geht es wirklich ums Ganze. Wir können die Stimme erheben, wir können lernen, uns mitzuteilen, wir können lernen, uns zu zeigen. Aber ich glaube, das Wesentliche ist tatsächlich in Verbindung und in Kontakt
mit dieser Energie zu kommen. Und es ist unmöglich, in Kontakt mit dieser Kraft zu kommen. Und es geht eigentlich um die Beziehung, meine Beziehung zum Göttlichen, meine Beziehung zu meinem, zu meiner Lebensenergie, zu meiner sexuellen Kraft. Und es ist unmöglich, wenn wir abgelenkt sind, es ist unmöglich, Kontakt zu dieser Energie zu haben, wenn wir ständig mit beschäftigt sind mit dem, was da draußen gerade geschieht. Weil wir verschwenden und verstreuen unsere Energie. Das ist so. Und Angst macht es jetzt auch nicht besser. Das heißt, für mich geht es schon lange nicht mehr um Transformation in dem Sinne, dass wir Schattenseiten bearbeiten, dass wir, wo Schatten ist, ist auch Licht und all diese ganzen Geschichten, oder dass wir Dinge integrieren, dass wir innere Kindarbeit oder weiß ich nicht was alles machen. Für mich geht es wirklich darum, ich habe immer mehr begriffen, dass das Wesentliche die Energie ist, dass wir Energie sind. Alles ist Energie, alles ist Schwingung. Und dass es tatsächlich darum geht, die Energien zu sich zu holen. Und das, was im Moment geschieht, ist unglaublich gut für Ablenkung und Energieverschwendung. Dieses System existiert nur so lange, wie wir diesem System Energie geben. Wenn wir das abziehen und uns um uns selbst kümmern und nach uns selbst schauen und unsere Energie zu uns holen, dann geschieht etwas. Dann steigt diese Energie auf. Dann fängt sie an zu wachsen. Dann fängt sie an, sich zu entfalten. Dann fängt das Leben an. Dann ist es lebendig. Dann ist es einfach genau das Gegenteil dessen, was wir im Moment erleben. Und diese Energie, deine ursprüngliche Kraft, findet sich in deinem Individuum, in deinem Selbst. Und wenn du dein Ich nicht entfaltet hast und nicht dein Individuum siehst oder lebst, dann ist deine Energie verstreut in draußen im Kollektiv oder wo auch immer. Das ist gewollt. Wir können viel sprechen über Sichtbarkeit, über gesehen werden, über gehört werden, über das Neue in die Welt bringen. Es geht nur mit unserer Schöpferkraft. Es geht nur mit unserer Energie. Schöpferkraft, das ist unsere Lebenskraft, das ist unsere sexuelle Kraft. Und deswegen ist mir diese Arbeit so wichtig. Diese Verbindung zwischen Stimmapparat und Schoßraum. Weil die Stimme kann sofort feststellen, was zu dir gehört und was nicht, was wahr ist und was nicht. Und dann ist es möglich, das, was nicht zu dir gehört, was du nicht bist, da die Energie wieder rauszuholen. Es geht um Grenzen, es geht um Nein sagen. Erst das macht dich zum Individuum, erst das macht dich zu einem Ich, zu einem Jemand. Und deswegen ist es so wichtig und es ist kein Zufall, dass es diese Parallelorgane gibt. Ich muss es nochmal ganz inständig sagen. Es ist fundamental, es ist ganz wichtig. Und es ist ausgerechnet bei den Frauen so, dass es diese Parallelorgane gibt. Stimmapparat, weibliches Geschlechtsorgan.
In unserem Schoßraum sitzt unsere ganze Kraft, unsere Schöpferkraft, all das, was wir jetzt, ohne die können wir nichts verändern. Wir brauchen diese Energie. Es geht um die Energie. Und ich sage das jetzt so klar, weil ich es erfahre, weil ich sagen kann, dass es nur mit dieser Energie geht. Ich kann jahrelang mich lernen, mich mitzuteilen, ein Stück weit auch mich zu zeigen darin, ja. Und auch meine Verletzbarkeit zeigen. Ich denke, das habe ich gelernt, das war jetzt nicht das Thema. Und trotzdem ist diese Energie nicht aufgestiegen und trotzdem war diese Verbindung nicht da. Das ist erst gekommen mit meinem Kontakt und mit meiner Erfahrung, das zum wahren Potenzial. Mit der Berührung meines wahren Potenzials, das ich wirklich hier in dieses Leben mitgebracht habe. Weil darin steckt die ganz deine Lebensenergie, diese Schöpferkraft sitzt da drin. Und erst als ich das erfahren habe, war es mir möglich, quasi diese Energie zu entfalten und anzuheben. Und dazu braucht es immer wieder Nein sagen. Dazu braucht es immer wieder gucken, gehört es zu mir oder nicht? Will ich das überhaupt oder will ich das nicht? Sichtbarkeit stellt sich von alleine ein, wenn du in Kontakt bist mit deiner Kraft, mit dieser Urkraft, mit dieser weiblichen Urkraft. Und sie ist mächtig. Sie ist so mächtig, mein Gott. Da kann immer Angst und Bange werden. Ja, ja, ja. Ich weiß es. Aber das, was jetzt gerade da draußen passiert, ist auch ganz schön mächtig, oder? Wir brauchen diese Macht. Es ist eine gute Macht. Damit das ein Ende hat, was gerade da draußen passiert. Bedeutet für mich, es geht wirklich darum, die Energie aus dem hinauszuziehen, was schädlich ist für mich, was mir nicht gut tut, was nicht zu mir gehört und zu mir zu holen. Das ist Selbstverantwortung. Und dann zu gucken, wie kann ich es halten? Nein zu sagen. Und dann, es ist wirklich so, wenn wir diese Energie halten können, und für mich war das möglich, nachdem ich Zugang zu meinem wahren Potenzial bekommen habe, und das war nicht über Traumaarbeit, das war über Improvisation, dann bündelt sich diese Energie so, dass du gar nichts mehr machen musst. Die steigt von ganz alleine auf. Da gibt es eine Kraft, diese Kraft will sich von ganz alleine entfalten. Diese Kraft ist so mächtig, dass sie das, was im Moment geschieht, und wenn das viele, viele jetzt an diese Schöpferkraft rankommen, dann hat das, was im Moment geschieht, keine Chance mehr. Schöpferin sein. Was ist das denn? Ist es nicht göttlich sein? Ist es nicht ich erschaffe mir ein Leben, das ich mir wünsche? Und ich bin nicht mehr fremdbestimmt. Ich passe mich nicht mehr insofern an, dass ich alles wegdrücke, was ich eigentlich bin, drücke ich ja weg. Es ist ganz zentral, es geht um diese Energie. Und wenn ich über die wilden Frauen spreche, über das Wilde, Ekstatische, das
Ungezähmte, dann ist es genau das, was die ganze Zeit versucht wird, unter Kontrolle zu halten. Die ganze Zeit, das ist das Lebendige pur. Das ist aber nicht zu kontrollieren. Und es will nur wirklich das Gute für uns. Es ist das Leben selbst, das sich durch uns ausdrücken will. Alles andere macht krank, macht kalt, macht schlafend. Und jetzt ist da, jetzt kommt sie, diese wilde Kraft. Insbesondere bei den Frauen, die spüren es. Stimmapparat und Schoßraum sind verbunden. Also es geht darum, sie wieder zurück zu verbinden, zu erinnern. Du kannst mit deiner Stimme die Energie aus deinem Bauch, aus deinem Schoßraum hochziehen. Aber du musst es eigentlich gar nicht machen. Es geht letztendlich nur darum, Schleusen zu öffnen, Widerstände loszulassen, den Krieg und den Kampf gegen genau das, was im Moment so stark im Außen läuft, loszulassen. Es ist ein Krieg gegen das, was wir wirklich sind. Göttlich. Liebe. Leben selbst. Ja. Das liegt mir sehr am Herzen. Und es ist ernst. Ich glaube, wir müssen durch diese Ängste jetzt, auch Angst, durch die Angst vor dieser Kraft und vor dieser Macht, vor allen Dingen, die in uns ist. Was ist jetzt da? Der Zeitpunkt, es ist 11:55. Alles Liebe.